Guten Abend, meine Damen und Herren. Wieder einmal nach einer Stunde Krimi, 30 Minuten echte Tricks und Maschen, vor denen Sie sich in Acht nehmen sollten. In allen Fällen geht es ums Geld, um Ihr sauer verdientes Geld, auf das es Ganoven der unterschiedlichsten Schattierungen abgesehen haben. Die Methoden, mit denen Sie dranzukommen versuchen, sind sehr vielfältig. Genauso wie die Orte, an denen Sie auftreten. Der erste, ein großes Hotel der gehobenen Kategorie in einer westdeutschen Messestadt. Dort steigt im Frühjahr dieses Jahres während einer Fachmesse Herr Kramer, ein Einzelhändler aus Kassel, ab. Er gehört nicht gerade zu den weitgereisten Leuten und ist zum ersten Mal in diesem Hotel. Guten Tag, Kramer ist mein Name. Kramer. Ich habe ein Zimmer bestellt für 3 Nächte. Ja, haben wir hier. Zimmer 216. Wenn Sie das bitte ausfüllen würden und da unterschreiben. Ihr Zimmer liegt im zweiten Stock, gleich links. Der Page wird die Gepäck heraufbringen. 216. Angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Günter Kramer ist von der exklusiven Atmosphäre in der Hotelhalle sichtlich beeindruckt. Der lautlose Service trägt dazu bei, dass er sich sofort gut aufgehoben fühlt. Auch von seinem Zimmer ist er angetan. Ja? Moment. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte vielmals die Störung. Mein Name ist Hübner. Ja? Ich bin der Geschäftsführer hier und ich wollte nur mal hören, ob Sie zufrieden sind, ob alles in Ordnung ist. Ja, es ist ein sehr schönes Zimmer und sehr hübsch eingerichtet. Das freut mich. Wissen Sie, wir haben in der letzten Zeit eine Menge neues Personal bekommen und da überzeuge ich mich immer gerne selbst, ob die Gäste mit dem Service zufrieden sind. Verstehe. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Genau, so kann man das auch sagen. Tja, und unserem neuen Empfangschef ist da zum Beispiel mit Ihnen bereits ein peinliches Versehen passiert. So? Was denn? Er hat vergessen, den Vorschuss zu verlangen. Vorschuss? Wie meinen Sie das? Wir müssen neuerdings von unseren Hotelgästen bei der Ankunft eine Sicherheitsleistung verlangen. Das ist eine Anweisung der Direktion. Das habe ich ja noch nie gehört. Haben Sie denn schlechte Erfahrungen mit Ihren Gästen gemacht? Bei uns im Haus nicht, aber offenbar in den anderen Häusern, die zu unserer Kette gehören, uns ist die ganze Sache selbst etwas peinlich. Kasse zahlen? Nein, nein, die Mühe brauchen Sie sich nicht zu machen. Ich nehme das Geld gleich mit. Es wird ja verrechnet. Ist ja ganz egal, wann ich zahle. Besten Dank. Ich lege die Quittung dann in Ihr Fach. In Ordnung. Und einen recht schönen Aufenthalt. Dankeschön. Herr Kramer ist einem Betrüger auf den Leim gegangen. Der vermeintliche Geschäftsführer verlässt mit seiner Beute unerkannt das Hotel. Der Hotelgast wird den Betrug erst 3 Tage später merken, wenn er seine Rechnung bezahlt. Zu dieser Zeit wird der Gauner längst in einer anderen Stadt mit dem gleichen Trick unterwegs sein. Es ist kaum zu glauben, aber nach den Erkenntnissen der Kripo hat er bisher insgesamt rund 30.000 Mark auf diese Weise erbeutet. Die zweite Betrugsmasche, auf die wir Sie jetzt aufmerksam machen wollen, spielt an einem ganz anderen Ort in der Schalterhalle einer Bank. Namen und Adressen von Firmen und Personen sind wie immer geändert. Wieder geht es, wie gesagt, ums Geld, um das Geld einer Rentnerin. Guten Tag, Frau Wissner. Was können Sie heute für Sie tun? Das Geld abheben. Mhm. Hier ist mein Sparbuch. Und wie viel? Alles, was drauf ist. Das ist aber viel, Frau Wissner. Ja, ja, ich weiß. Aber es ist was Schreckliches passiert. Mein Schwiegersohn, wissen Sie, der in Kanada, der ist verunglückt mit dem Auto. Meine Tochter hat mir das gerade heute geschrieben. Ist ihm denn viel passiert? Sie haben ihn gleich ins Krankenhaus gebracht. Er ist wohl über den Berg, wie meine Tochter schreibt. Aber wann es nur nicht so weit weg wäre. Ich kann ja gar nichts machen. Da will ich den Kindern wenigstens finanziell helfen. Das Auto ist doch auch kaputt. Das ist wirklich schlimm, Frau Wiesner. Bei Gelegenheit müssen Sie mir erzählen, wie es ihm geht. Jetzt mache ich Ihnen erstmal Ihre Auszahlung fertig. Wenn Sie hier bitte noch unterschreiben. Das Geld kriegen Sie dann an der Kasse. Ja, danke schön. Reden Sie gerne groß? Ja, bitte. Die Rentnerin Maria Wiesner bemerkt nicht, dass sie von einem Mann beobachtet wird, der das Gespräch am Schalter mitgehört hat. Und der nun auch sieht, wie viel Geld ihr an der Kasse ausbezahlt wird. 10.000?
15.000, 16.000. Und schon, Frau Wiesner? Dankeschön. Ebenso wenig bemerkt Frau Wiesner, dass ihr der Fremde folgt, als sie sich auf den Heimweg macht. Gleich nach ihrer Rückkehr setzt sich die alte Dame hin und schreibt einen Brief an ihre Tochter. Da sie zu Auslandsbankgeschäften kein Zutrauen hat, will sie das Geld diesem Brief beilegen und per Einschreiben schicken. Guten Tag, Frau Wiesner. Ja, bitte? Es tut mir furchtbar leid, Frau Wiesner, aber mir ist bei Ihrer Auszahlung leider ein Fehler unterlaufen. Ja, ich verstehe nicht. Wie meinen Sie denn das? Erkennen Sie mich denn nicht? Ich bin doch von Ihrer Bank. Sie waren doch gerade bei uns. Ja, schon, aber... Na, mach doch nicht. So schön bin ich auch nicht. Warten Sie. Hier ist mein Ausweis. Darf ich reinkommen? Bitte schön. Sie haben mit meiner Kollegin am Schalter gesprochen. Ich sitze mehr im Hintergrund. Buchungen und so weiter. Aber ich kenne unsere Kunden alle. Und wir haben Ihre Adresse ja in der Kartei. Das sind immer ziemlich viele Leute hinter dem Schalter. Da merkt man sich nicht jedes Gesicht. Ja, genau. Das verstehe ich schon. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wie war doch Ihr Name? Ebner. Ich hatte Ihre Auszahlung veranlasst, aber die ist leider falsch gebucht worden. Drum stimmt heute Abend die Kasse nicht. Deshalb muss ich das Geld jetzt noch einmal mitnehmen. Was? Die ganzen 16.000 Mark? Genau, Frau Wiesner. Ja, aber das geht doch nicht. Das Geld ist doch für meine Tochter. Da, hier, sehen Sie, ich schreibe gerade den Brief. Ich weiß, Frau Wiesner, meine Kollegin hat mir alles erzählt. Der Unfall mit Ihrem Schwiegersohn ist ja furchtbar. Hoffentlich kommt er recht bald wieder auf die Beine. Und jetzt auch noch die Panne mit der Buchung, aber die ist schnell erledigt. Morgen früh können Sie das Geld wieder bei uns abholen. Also, das verstehe ich nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Es liegt immer noch an der leidigen Technik, wissen Sie. Mit den Computern, da passieren die tollsten Sachen. Ja, aber... Ich wollte doch den Brief heute noch aufgeben. Der würde heute sowieso nicht mehr abgehen nach Kanada. Wenn Sie das gleich morgen früh zusammen erledigen, kommt er zur selben Zeit an. Aber ich schreibe Ihnen erstmal eine Quittung aus, damit Sie was in der Hand haben. Na ja, dann mache ich den Brief jetzt fertig und gehe dann morgen früh von der Bank direkt zur Post. Sehen Sie, dann kommt ja doch noch alles in Ordnung. Vielen Dank, dass Sie mir aus der Patsche geholfen haben. Bis morgen dann in der Bank. Auf Wiedersehen, Frau Wiesner. Auf Wiedersehen. Der Gauner hat an diesem Tag eine besonders hohe Beute gemacht. 16.000 Mark. So wie zahlreiche Betrüger der gleichen Sorte lungert er um den Monatsersten in Schalterhallen der Banken, Sparkassen und der Post herum, um alten Leuten aufzulauern, die dort ihre Rente abholen. Nicht selten sprechen sie ihre Opfer dann gleich draußen auf der Straße an und lassen sich mit unterschiedlichen Vorwänden die abgehobenen Beträge aushändigen. Da sie fast ausnahmslos alte Leute als Opfer auswählen, haben sie damit immer wieder Erfolg. Man sollte sich da prinzipiell auf nichts einlassen, sondern notfalls selbst mit zur Kasse zurückgehen und die angebliche Panne mit der falschen Buchung oder den falsch ausgehändigten Geldscheinen beim Kassierer überprüfen. Und nun, meine Damen und Herren, unsere aktuellen Kurzwarnungen. Sie beziehen sich heute ausnahmslos auf Betrugsmanöver, die aus dem Ausland gelenkt werden. Eine in der Schweiz ansässige, recht dubiose Versandfirma verschickt zum Beispiel seit geraumer Zeit massenweise solche Gewinnbenachrichtigungen. Die Empfänger sollen glauben, dass sie ein Traumhaus, ein Auto oder einen anderen wertvollen Preis gewonnen haben. Um den Preis endgültig zu bekommen, muss man... aber zuerst einmal bei der Firma etwas bestellen oder wenigstens 5 Mark einschicken. Hier in Deutschland ist es verboten, solche Gewinnspiele
Deutschland ist es verboten, solche Gewinnspiele von Bestellungen abhängig zu machen, weil die vermeintlichen Gewinner dabei fast immer hereingelegt werden. Genauso ist es natürlich mit diesen Gewinnmitteilungen. Alle uns bekannt gewordenen Empfänger, die 5 Mark in die Schweiz geschickt haben, haben von ihrem versprochenen Traumgewinn nichts mehr gehört. Wenn Sie also auch eine solche Nachricht in Ihrem Briefkasten finden, können Sie sie getrost dem Papierkorb anvertrauen. Ein Traum bleiben auch die 500 Dollar pro Tag, die eine schwedische Agentur in deutschen Zeitungsinseraten verspricht. Angesprochen werden in erster Linie Arbeitslose, denn die 500 Dollar am Tag soll es für einen Job auf einer Bohrinsel geben. Dieselbe Agentur hat auch noch viele andere Traumjobs im Angebot. Genaueres erfährt man aber auch hier erst, wenn man 150 Mark bezahlt. Dafür bekommt man solche Broschüren, in denen Firmenadressen aus aller Welt aufgeführt sind. Die Sache hat nur einen Haken. Keine der Firmen sucht Arbeitskräfte. Die Agentur hat die Adressen ganz offensichtlich aus internationalen Branchenverzeichnissen herausgeschrieben. Im Übrigen darf hier in Deutschland nur das Arbeitsamt Stellen im Ausland vermitteln und da ist es zudem kostenlos. An Arbeitssuchende wendet sich auch eine niederländische Firma, die vorwiegend in deutschen Wirtschaftsblättern inseriert und Heimarbeit verspricht. Und zwar durch Adressenschreiben. Verdienst für 1000 Anschriften 150 Mark netto. Dass der Arbeitssuchende selbst etwas zahlen muss, erfährt er aus dem Inserat noch nicht. Das teilt ihm die Firma erst mit, wenn er sich bewirbt. 100 Mark soll er gewissermaßen als Kaution hinterlegen, bevor es mit der Heimarbeit losgeht. Ist das Geld oder der Euroscheck erst einmal in Amsterdam, hört der Bewerber hier in der Bundesrepublik nichts mehr von der ganzen Sache. Das Bundeskriminalamt weiß inzwischen, wer hinter dieser Schwindelfirma steckt. Aber genauso wie in den beiden anderen Fällen ist es für die Polizei sehr schwierig, den Gaunern das Handwerk zu legen. Denn die gesetzlichen Vorschriften sind in den einzelnen Ländern höchst unterschiedlich. Die nächste Falle, mit der wir uns jetzt wieder etwas ausführlicher befassen wollen, gehört in die Gruppe der unseriösen Geschäftemachereien auf dem Bildungssektor. Hereingelegt werden vor allem Eltern, die ohnehin schon genug Sorgen haben, weil ihre Kinder nämlich unter einem verbreiteten Übel unserer Zeit leiden. Reitplatz, der Reitsekte mit Steinen. Fährt über den Raben. Thomas, Annette, ihr habt gar keinen Grund zu lachen. Wenn ihr denn Andreas durcheinander bringt, kommt er natürlich nicht weiter. Lies du bitte weiter, Renate. Das Pferd war braun. Es sah sehr schön aus. Wir durften es später. Andreas Mahnke ist 9 Jahre alt und besucht die 4. Klasse der Grundschule. Wie viele Kinder unserer Zeit leidet er unter ausgeprägtem Konzentrationsmangel. Besonders Lesen und Schreiben machen ihm große Schwierigkeiten. So, Kinder, dann ist jetzt Schluss. Lest das zu Hause nochmal gründlich durch und denkt auch an die anderen Hausaufgaben. Du, Andreas, komm doch eben mal bei mir vorbei. Ja. Andreas, ich habe hier einen Brief für deine Eltern. Würdest du ihn bitte mitnehmen? Ja. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich möchte nur mit deinen Eltern mal reden. Sie möchten doch mal vorbeikommen zur Sprechstunde. Ich sag's meiner Mama. Na, wie war's in der Schule? Habt ihr viel Hausaufgaben? Ja.